Hallo allerseits, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich eine neue Serie von Videos anfangen. Eine Videoreihe. Und zwar möchte ich für meine Maschine hier einen komplett neuen Motor zusammenbauen. Einiges habe ich schon gekauft, werde ich euch gleich zeigen. Andere Sachen muss ich noch besorgen, aber im Endeffekt möchte ich so einen Motor bauen, das einigermaßen heutigen Standards entspricht und lange hält. So, was braucht man für einen Motor? Natürlich ein Motorgehäuse. Das habe ich mir gekauft. Das ist das gleiche wie mein Motor jetzt. Ja, oder ziemlich gleich. Motorgehäuse, ja, war ein bisschen dreckig, aber noch ziemlich gut in Schuss. Die ganzen Sitze hier, Lagersitze sind alle sehr gut in Schuss. Das war natürlich alles nicht so, das habe ich jetzt alles hier schön sauber ausgefräst und alles gereinigt. Die ganzen Sitze habe ich jetzt mit Fett beschmiert, damit das noch eingelagert wird. Ich werde das ja nicht sofort machen, sondern nach und nach erstmal alle Teile besorgen. Und ich habe schon alles schön mit Fett beschmiert. Das Gehäuse habe ich schon ein wenig aufgearbeitet hier, sauber geschliffen auf dieser Seite und innen drin auch. Hier so einiges etwas nachgebessert. Nicht viel, aber da war schon einiges, ne? Hier diese Löcher schön sauber gemacht. Und da waren ja so Reste von Guss, Aluminiumguss, so Reste. Hier alle Dichtungen abgemacht, alles gereinigt. Also im Vollen und Ganzen sieht das Gehäuse sehr, sehr sauber aus. Sehr gut. Ich habe es relativ günstig geschossen. Hat mir ein Kollege besorgt. Das Gehäuse hat Nummer, das ist die Serie oder wie das heißt, ich weiß nicht, in Deutschland Nummer 5, so wie es aussieht. Nummer 5 bedeutet, dass hier der Abstand zwischen Mitte Kurbelwelle und Mitte Nockenwelle etwas vergrößert ist. Also 0 ist, glaube ich, ideal. Und 5, da sind ja wahrscheinlich 500stel mehr dann, ne? Also vermute ich mal, ich weiß es jetzt nicht genau, wie das gemessen wird. Aber ich meine, das ist von Mitte zu Mitte. Je größer die Zahl, desto mehr ist da die Abweichung. Es gibt, ich meine, bis 11 geht das sogar. Mit dieser Zahl muss man dann auch die Steuerräder, das ist ja ein Satz, zwei Steuerräder, hier im kleinen groß, und die muss man dann auch so zusammensuchen. Ja, entweder halt anpassen oder es gibt gleich welche, die Gruppe 5 entsprechen. Ja, das ist dann soweit. Das habe ich soweit vorbereitet. Hier wird auch nichts weiter gemacht. Hier habe ich ein bisschen geschliffen. Ich wollte das Ding erst lackieren, schwarz machen, so wie bei mir jetzt die Zylinder. Aber das mache ich nicht. Das ist zu das ist dann zu anfällig für die Farbe. Das macht alles nur kaputt. Ich lasse das in so einem Zustand. Ich hatte auch schon mal vor, das zu polieren. Schön glänzend blank machen, aber ich muss sagen, ich habe einmal vor langer Zeit an einem Ford Explorer die Alufelgen poliert. Das war eine Scheißarbeit, richtig kacke, ey. Ich mache sowas nie wieder, und das hat nur ein paar Monate gehalten. Danach war der ganze Glanz weg. Man musste entweder nachpolieren oder halt sein lassen, ne? Ja, so sieht's aus. Dann bei dem Gehäuse waren noch einige Teile dabei. Das hier, das werden wir nicht benutzen. Das ist nämlich
Ein alter Deckel mit Entlüftung nach unten hier noch. Sowas mache ich nicht. Ich habe hier einen neuen Deckel gekauft. Der ist dann genauso wie dieser mit Entlüftung hier zum Luftfilter. Das ist schon die neuere Version. Ja, das ist dieser Entlüftungsregler, der sich hier dreht. Von der anderen Seite so, ne? Ja, Deckel war auch dabei, das ich allerdings auch nicht verwenden werde. Es ist in schlechtem Zustand. Da ist was nicht in Ordnung. Habe ich schon versucht, ein bisschen freizukratzen. Da wurde drauf gehämmert wie bekloppt. Und das ist ein Platz für die Dichtung. Das möchte ich auch nicht. Die sind nicht sehr teuer. Ich habe eine neue gekauft. So, das ist die Abdeckung für den Lager von der Kurbelwelle. Ja, ne, Kurbelwelle. Alter Lager, weil der hackt richtig hier an einer Stelle. Ja, wo ist das? Da. Zack, zack, zack. Das war auch dabei, das werde ich natürlich auch nicht verwenden. Das kommt alles in den Müll. Beziehungsweise kann ich davon vielleicht die Innen- und Außenseite benutzen als ja, zum Lager einpressen und wieder rausziehen. Das ist der Deckel vom Ölfilter unten. Das ist noch in Ordnung. Hier Antrieb für Ölpumpe. Absolut neuwertig. Gar keine Spuren von irgendwelchen, ja, was weiß ich, was da noch passieren kann. Also keine Spuren von irgendwelchen Abnutzungen. Alles perfekt. Super Zustand. Das ist der Deckel, der Alu-Deckel von der Zündung. Das Ding gehört, das ist auch die Dichtung, das gehört hier so rein. Dann wird hier so verschraubt. Das kommt natürlich alles neu, die ganzen Dichtungen, die innere Dichtung, diese Dichtung, also alles kommt neu. Also noch ein paar Schrauben. So, also das ist Müll, Müll, Müll. Das ist noch gut. Das ist sehr gut. Sehr gut, gut. Das weiß ich nicht. Das muss ich mit dem neuen Deckel erstmal gucken und anpassen. Vielleicht lasse ich dann in den Deckel, also in dem neuen Deckel, eine Hülse, so eine, ja, so eine, was ist denn das? Messinghülse oder was? Einsetzen. Das ist der Deckel von hier oben, eine Abdeckung von dem Antrieb, von der Pumpe, von der Ölpumpe. Das ist noch völlig in Ordnung, wird ein bisschen sauber gemacht. So, das ist Lagerhalter, das Gehäuse für ein Kurbelwellenlager. Das ist auch noch absolut in Ordnung. Was ich hier habe, was hat mich sehr positiv überrascht, sind diese Dinger hier. Da sind die Antriebe oder diese Schieber für Ventilstangen. Die haben, man sieht zwar ein bisschen Abnutzung hier, die haben schon was gelaufen, aber nicht sehr viel. Und die haben absolut kein Spiel. Die alle vier, die sind so fest, so dicht. Lassen sich so einwandfrei bewegen, haben aber so überhaupt kein Spiel. Wirklich perfekt. Also die sind in sehr gutem Zustand. Alle vier. Ich war sehr überrascht. Und ja, die Abnutzung hält sich aber auch in Grenzen, so gut wie neu. Ne? Ist zwar noch die alte Version. Die neuen haben hier so eine Druckplatte, komplett eine Runde, die sich dann angeblich drehen soll, aber was habe ich von den anderen gehört? Die dreht sich eher nicht, von daher macht das wenig Sinn. Ich werde die Dinger benutzen, die kommen dann hier rein. Ne? Die sitzen auch hier ziemlich fest, also richtig vom Feinsten und absolut
absolut keine Luft. Wirklich super. Ich bin begeistert. Also diese Dinger werden auf jeden Fall verwendet. Die eine habe ich schon ein bisschen sauber gemacht, um reinzugucken. In sehr, sehr gutem Zustand. Die werde ich nehmen und benutzen. So, dann die geile Lichtmaschine, die ich in Russland gekauft habe. Dichtungsring. So, Moment. So, die geile Lichtmaschine. Die kommt dann hier dran. Die ist dann schon ziemlich passend. Nur hier muss ein wenig abgeschliffen werden. Dieser Buckel hier, das wird leicht abgetragen, aber nicht viel, das ist minimal, damit die Lichtmaschine dann ordentlich, oh, ist die schwer, verdammt, damit die ordentlich passt und richtig sitzt, ne? Wisst ihr, das ist nämlich nicht, also ein paar Millimeter, eine Abweichung, ne? Das wird da nicht reinpassen. Deshalb schleift man das ab, ganz minimal. Eine Kilowatt Lichtmaschine, keine Ahnung warum, aber weil es das Beste ist im Moment. Und ein Relais, dieses hier, das kleine Ding da, ein Laderelais, das ist nämlich in der Lichtmaschine auch schon eingebaut. Das sitzt hier drin, ist schon komplett fertig, deshalb muss man auch die Verkabelung am Motorrad ein bisschen ändern. Der junge Mann, der mir diese Lichtmaschine verkauft hat, der hat die auch gebaut. Der hat mir sogar ein zweites Relais mitgegeben. Ganz umsonst hat er einfach dabei gelegt, falls eins kaputt geht. Ja, die netten Leute, echt. Ja, hier ist natürlich auch schon alles drin mit so einer Sicherung, mit Schraube, alles dabei. Ich werde die Lichtmaschine demnächst noch testen, an eine Bohrmaschine anschließen und einfach ein bisschen drehen und gucken an den Ausgängen, was sie so hat. Eine Dichtung, die hier dann drauf kommt und hier dann diesen Bereich komplett schön abdichtet. Ja, da kommt dann nichts mehr raus. Wenn ich dann noch in Verbindung mit einer Dichtungsmasse mache, dann perfekto. So, weiter geht's. So, was haben wir noch? Das habe ich vor kurzem gekauft. Ist gestern gekommen, glaube ich. Ja, genau. Ein neuer Deckel. Das ist nagelneu, unbenutzt. Dann Ventileinschleifpaste aus zwei Komponenten. Oben Vorschleifpaste, unten macht man auf, ist eine Nachschleifpaste. So, dann haben wir hier noch zwei Adapter. Und zwar sind diese Adapter, ja gut, zeige ich gleich, Ölmessstab. Das war nämlich kaputt, ich musste komplett abreißen. Das ist das Ding hierfür. Kommt da drunter. So ein Anschlag für den Starter. Wird mal Zeit. Also zwei Schrauben für die Antriebsstangen, für diese Druckstangen. Genau, so. Das haben wir schon. Das. So, das sind die Adapter, und zwar Adapter für diese Kameraden hier. Ich habe mir gebrauchte Vergaser gekauft, und zwar, tada, was ist das, ne? Ja, wer weiß das, genau, das sind italienische Delorto Vergaser, und zwar habe ich die ältere Version gefunden. Die ältere Version, die soll für meine Maschine gut passen.
Und zwar ist das PHF 30 DS oder da steht DD. Da steht DS. Ja, ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ja, ich schätze mal, das ist nur wegen der Beschleunigungspumpe, heißen die anders. Aber hier wurde das schon nachgerüstet. Und zwar ist das hier vorne, ist die Beschleunigungspumpe. Wenn man Gas schnell aufreißt, hier war sogar so ein Griff dabei und die Seilzüge. Wenn man Gas schnell aufreißt, dann wird eine extra Portion an Benzin hier vorne irgendwo eingespritzt, direkt in den Motor. Auf jeden Fall soll wirklich was Feines sein. Das haben die üblichen Delorto-Vergaser, die jetzt für Ural und Dnieper verkauft werden. Das haben die nämlich nicht. Und diese ältere Version, die haben das. Ja, deshalb habe ich sie gekauft. Und deshalb auch diese Adapter. Die werden dann hiermit befestigt. Das ist zwar für die 28er-Vergaser gedacht. Das ist, glaube ich, ein 28er Durchmesser hier innen drin. Das sind aber 30er-Vergaser. Das muss ich noch ein bisschen mit improvisieren, vielleicht warm machen und aufziehen hier irgendwie. Aber die sollen wirklich gut sein. Ich habe damit noch keine Erfahrungen, aber ich werde die mal testen. Vielleicht muss ich diese Adapter auch neu machen, keine Ahnung, oder irgendwie was ausdenken. Aber ich habe die ja schon mal gekauft. Und dann, ja, sehen wir mal. So, das ist das schon mal. Packen wir die beiseite. Lege ich hier alles zusammen. So, zack. Dann, was haben wir noch? Was haben wir noch? Hier haben wir noch ein Päckchen. So, das packen wir auch weg. So, hier haben wir noch ein Päckchen. Reingucken. Da haben wir Druckstangen. Gar nicht mal schlecht. Ein paar habe ich noch. Könnte man einen ordentlichen Satz zusammensuchen. Die war irgendwie, ja, egal, die kann man noch neu kaufen. Dann sind hier diese Kipphebel. Auch in ziemlich gutem Zustand. So gut wie, ja, eigentlich gar keine Luft. Und hier hat nämlich eine Schraube gefällt, deshalb habe ich die jetzt neu bestellt. Und Deckel, Motordeckel habe ich hier. So. Zwei Stück haben wir schon mal. So, hier haben wir vier von diesen Kipphebel. Auch ja, gebrauchte, aber ziemlich gute. Also ich kann da so nach Gefühl gar kein Spiel spüren. Mal gucken, vielleicht benutze ich auch meine von meinem Motor. Die sind nämlich auch nicht schlecht. Vielleicht auch nicht. Also die sind ziemlich gut in Schuss. Die behalten wir auch. So, das packen wir auch jetzt hier beiseite. So, und nun zu diesem Päckchen. Das habe ich heute aus Russland bekommen. Habe ich noch gar nicht ausgepackt. Das machen wir gleich auf. Und da ist nämlich das Beste drin, was ich lange gesucht habe. Und hier in Deutschland ist das kaum zu kriegen. In Russland aber noch und ist gar nicht mal so teuer. Ich zeige euch das gleich. So Leute, in diesem Paket waren nun ein paar Sachen. Und zwar ein Satz Steuerräder. Benutzt, gebraucht, aber
Sehr, sehr gut, so wie es aussieht. Also das sieht gebraucht aus, ja, das sieht man sofort hier Innenseite. Aber das Ding, das sieht mir sehr neu aus. Ja, ich weiß nicht, werde ich wahrscheinlich sowieso nicht verbauen. Ich habe sie mitgenommen zum Testen. Ich werde wohl mir einen Satz von den 750er Oral kaufen. Und zwar sind das die Herz, ne? Herz, Herzog, Herzog heißen die. Herzog, Steuerräder, Zahnräder. Ja, hier sieht man ein bisschen Abnutzung. Ja, auf jeden Fall werde ich wahrscheinlich einen Satz Herzog Steuerräder kaufen. Dafür muss man aber an diesem Lagerschild das Loch ein bisschen vergrößern. Ansonsten passen die zueinander. Man kann für die 650er auch nehmen. Aber egal, ich habe das. Vielleicht kann ich das in meinen alten Motor dann verwenden, weil hier, den werde ich ja dann irgendwann durch den neuen Motor ersetzen und dann halt wieder auseinanderbauen und neu aufbauen. Die habe ich dann schon mal. So, dann war da noch eine Nockenwelle, eine gebrauchte Nockenwelle. Aber sieht noch aus, tipptopp. In einem sehr guten Zustand. Noch eine original alte sowjetische Nockenwelle. Nicht aus dieser modernen China-Produktion. Also das Antriebsrad für die Ölpumpe sieht top aus. Die Lagerstellen hier, da ist der Lager. Der kommt natürlich raus. Sowas behalten wir nicht mehr. Das ist noch original. Was steht da? APP Group. Das ist noch im russischen Lager. Das fliegt kann natürlich weg. Hier kommen auch alles entweder deutsche oder japanische Lager. Ja, alles nur das Beste. Dann ist noch ein Deckel gekommen. Das ist nämlich so ein Deckel, wie ich ihn brauche. Hier, ich weiß nicht, das sieht neu aus. Ich dachte, der wird gebraucht, hat er mir gesagt. Aber das sieht. Ich kann hier keine Gebrauchsspuren feststellen. Das sieht noch tipptopp nagelneu aus. Das war noch nie verbaut. Hier war noch nie eine Dichtung dran. Ich weiß nicht, vielleicht täuscht das. Auf jeden Fall die Entlüftung. Die Entlüftung, die dann hier eingebaut wird. So. Hat aber ein Spiel. Das ist nicht viel, aber so nach Gefühl würde ich sagen, zu viel. Da ist vorgeschrieben, ich weiß nicht mehr, was da vorgeschrieben ist, aber sehr wenig. Ich glaube 0,02 bis 0,05 oder so. Aber hier ist mit Sicherheit, keine Ahnung, einen halben Millimeter Spiel. Das ist scheiße. Ja, jetzt muss man. Wenn das Teil neu ist, ne, dann vermute ich mal, hier ist die ganze Sache. Das muss ich dann auch neu kaufen und gucken. Oder man macht hier eigentlich, man bringt das zu einem Fräser. Oder ja, wer macht das denn? Ein Schlosser. Die fräsen das Loch ein bisschen größer und machen da so eine Messingbuchse rein, die dann wirklich exakt zu diesem Ding hier passt. Damit man wirklich minimalen Spiel hat. Da werde ich mich drum demnächst mal kümmern. So, aber weshalb die ganze Bestellung überhaupt gemacht wurde, das alles kann man auch hier kriegen. Das ist alles kein Ding. Was ich aber in Russland gekriegt habe, ist das hier. Das ist eine Kurbelwelle. Eine originale sowjetische Kurbelwelle aus alten Militärbeständen. Eine richtig geile, nagelneue, in Öl und Ölpapier eingelagerte Kurbelwelle. Deshalb habe ich nämlich die ganze Bestellung gemacht. Weil sowas gibt es hier gar nicht mehr. Es gibt natürlich wiederaufbereitete Kurbelwellen. Es gibt jetzt hier auch alles Mögliche. Aber das soll das Beste überhaupt sein. Und die werde ich dann noch messen, testen.
Die Bolzen sind auch schon dabei, lassen sich sogar schon bewegen von Hand. Geil, also das soll wirklich was Feines sein. Die Messingbuchsen, das ist alles niegelnagelneu, über 100 Jahre in Fett eingelagert, noch nie verbaut gewesen, noch die originalen mit Schrauben befestigten, diese Schleuderringe. Die werde ich dann reinigen. Deshalb war auch die ganze Bestellung. Das habe ich nur so mitgenommen, damit ich da ein bisschen mehr zusammenkriege. Aber sowas kriegt man hier nicht mehr. Die war auch sogar, also für den russischen Verhältnisse war die richtig teuer. Eine einfache Kurbelwelle, eine normale, gute, moderne Kurbelwelle. Kriegt man in Russland, ich glaube, für 2.000-3.000 Rubel, 2.000-3.000 Rubel, die hat 10.000 gekostet. 10.000 Rubel. Ich hoffe, die ist das wert. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ja, einige Sachen fehlen mir noch. Jetzt werde ich für die Kurbelwelle die Lager bestellen und die Dichtungen. Dann mich um den Deckel kümmern. Dass wir hier eine Buchse reinbekommen, einen neuen Lager und Dichtungen für die Nockenwelle, dann einen Zahnradsatz bestellen. Was habe ich noch? Dann muss ich noch das Schwungrad hierfür erstmal besorgen und testen, anschleifen vielleicht, mal gucken. Und die Zylindergruppe. Zylindergruppe werde ich genau wie diese hier nehmen, weil damit bin ich sehr gut zufrieden. Ich fahre damit schon einige hundert, ja einige tausend schon Kilometer. Motorrad läuft 1A, springt an wie eine 1, sofort morgens einmal 10, schon läuft er. Das ist Zylindergruppe von Almo. Die polnische. Also da sind Zylinder, Kolbenringe dabei und die Bolzen. Die Bolzen brauche ich dann natürlich nicht. Ich werde dann diese hier verwenden. Ja, dann gucken wir mal. Zylinderköpfe wollte ich auch in Russland bestellen. Von so einem Experten, der die dann aufbereitet. Der macht mir dann neue Messingführungen. Der macht mir da verchromte Ventile rein. Also das alles vom Feinsten. Das werden wir dann mit dem noch klären. Zwei Köpfe. Das bauen wir alles demnächst auf. Ja, nun, das ist mein Vorhaben für die nächste Zeit, damit ich was zum Schrauben habe. Ja, und die Vorderradbremse, die werde ich auch noch irgendwann mal machen. Im Moment ist das so, dass ich Motorrad fast täglich benutze. Ich fahre damit zur Arbeit, meine Tochter fährt gerne mit, mein Hund fährt auch mit, springt rein und dreht sich dann so nach hinten, guckt so nach hinten und dann sitzt er da ganz friedlich, schön. Und alle staunen und gucken, was für ein geiles Motorrad. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video mit. Wahrscheinlich mit Einbau der Kurbelwelle. Ne? Mit Lager aufziehen und Kurbelwelle aufbauen. Einbauen. Bis dann, Leute. Ciao.